Ohne den Wein wäre ich heute nicht das geworden, was ich heute bin. Ich habe 1986 die Wein-Wolf-Gruppe gegründet mit Grand Cru Select. Vielleicht erzähle ich ja noch ein bisschen zu mir. Ich bin der Ralf Renzel. Ich bin 55 Jahre, habe mit 15 angefangen, meinen ersten Beruf zu lernen. Ich bin ein gelernter Koch. Ich bin mit 15 aus dem Hunsrück kommend Koch geworden und habe das Glück gehabt, damals am 1. August 1978 in Bad Ems im staatlichen Kurhaus meine Lehre zu beginnen. Also wir sind jetzt hier nur wieder unterwegs in Düsseldorf, wo wir uns jetzt einen neuen Laden oder was halt einen alten Laden anschauen, den ich noch gar nicht persönlich gesehen habe. Ich habe nur davon gehört, das Konzept Riesling. Und das Spannende, was da ist, wir werden dorthin fahren, um einfach mal einen gereiften Riesling zu trinken, weil Riesling ist eine der bedeutendsten Rebsorten der Welt, macht in seiner Art und Weise wunderbare Weine in trockener sowie als in süßer Form. Also diese süßen Weine, die von Riesling gemacht sind, sind unglaublich brillant und beides ist ganz spannend. Es gibt natürlich noch im Elsass und in Österreich und auch vielleicht in Neuseeland und Amerika mittlerweile Riesling, die angebaut werden. Man versucht diese Art, dieser tollen Delikatesse überall zu kultivieren, weil das eine einzigartige ist, weil die Rieslingweine mit ihrer Leichtigkeit und auch Trockenheit einfach wunderbare Getränke sind. Der Typ, der das macht hier, muss so ein richtiger Typ sein. Und viele von meinen Weinfreunden haben mir davon erzählt, besonders so junge Leute, die hier in Düsseldorf unterwegs sind, müssen den Laden sehr cool und gut finden. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass ich den einen oder anderen heute da treffe, aber das werden wir gleich dann sehen. Das nächste ist, dass man Weine, auch Rieslinge, auch süß trinken kann. Oder praktisch, was heißt die verschiedenen Qualitätsstufen, weil es hat damals mit zu tun, süß ist ein bisschen verpönt, obwohl das gar nicht wahr ist. Man hat damals sehr viele süße Weine produziert, auch in Österreich, die man nach Deutschland geholt hat und hatte dort gepanscht und Glykol hineingegeben, was dazu führte, dass das auch wirklich bedenklich war, was man da gemacht hat und das war eine große Katastrophe. Das Glück gehabt, durch mein persönliches Engagement und durch mein Wissen, was ich mir arbeite, die besten und größten Weine der Welt zu trinken und kann heute mit Stolz sagen, dass es keine Handvoll Menschen gibt auf dieser Welt, die so viele alte Weine getrunken haben wie ich oder es gibt niemand, der, ich kann zum Beispiel behaupten, ich habe von allen großen Weingütern die größten, ältesten Flaschen geöffnet. Ich habe alle Chateaus mit allen Jahrgängen durchgedrungen. Also das ist schon eine Leistung, die mich stolz macht, weil ohne den Wein wäre ich heute nicht das geworden, was ich heute bin oder was ich hier tue. Und das ist natürlich für so einen Jungen aus dem Hunsrück, der wirklich sagen kann, aus kleinsten Verhältnissen stammt, eine tolle Sache. Viel von Ihnen gehört. Wunderbar. Bombe. Danke. Ich bin Philipp Kutsch von Konzept Riesling. Wir kommen aus Düsseldorf, sind hier auf dem Karlsplatz, haben eine Weinbar, einen Weinhandel. Wir beliefern deutschlandweit Weinliebhaber, Gastronomen mit Wein. Und wir heißen Konzept Riesling, weil wir deutschen Wein lieben und ihn handeln, ihn ausschenken. Und wir haben nicht nur Riesling, ganz klar, wir haben auch wunderbare Weißburgunder und was es da sonst noch gibt. Aber der Riesling ist schon die besondere Traube, die uns sehr am Herzen liegt. Und wir finden halt, man muss Wein nicht aus anderen Ecken der Welt über den Atlantik oder wer weiß worüber karren, wenn so Gutes so nah liegt. Und deswegen lieben wir deutschen Wein. Große Gewächse, Kabinette auslesen. Also sehr gern würde ich einen Schönleber trinken.
Ja, super. Ich komme aus dem Nachbarort. Nee, wirklich? Ja, ich komme aus. Martinstein. Nee, ich komme. Kennen Sie Martinstein? Natürlich, kommt meine Oma her. Nee, ich komme aus Simmertal. Ach so, ja. Meine ja. Eltern haben nämlich in die Bärschmühl gehabt. Das war damals in Kellebach hier dieser so Laden. So, und ich habe angefangen, da müssen Sie sehen, wir sind 1978 meine Lehre. Und 1982 war ich der erste Sommelier beim Hans-Peter Wohl in Ente. Wahnsinn. So, und dann werden wir zeigen. Und ich habe 1986 die Wein-Wolf-Gruppe gegründet mit Grand Cru Select. Toll, toll. So, und so hängt das zusammen. Das ist so eine Art Bärenauslese, als sie Cam gemacht von Herrn Bernd Filippi, der ein Phänomen ist. Leider macht er ja nicht mehr das Weingut. Er hat teilweise die spannendsten und besten Weißweine trocken ausgebaut mit Doppel-R, die es in Deutschland gibt. Es gibt hervorragende Süßweine, die er gemacht hat. Es gibt tolle Rotweine, die er gemacht hat. Aber ich darf auch sagen, manchmal hat er auch Dinge hingelegt, wo ich sage, was hast du denn da? Da ist dann das Experimentieren zu stark gewesen. Oh, 95. Sensation. Guck mal, das ist wahrscheinlich einer der besten, gealtesten Sekte, die es gibt. Weißt du, was ich mal mache? Ich bringe mal beim nächsten Mal einen Sekt mit, versprochen von Bernkastler Doktor von 1984, trocken ausgebaut. Ich bitte drum. Warum? Die haben damals so ein scheiß Jahr gehabt, da wussten sie nicht, was machen sollen. Da haben sie trocken ausgebaut. Und der Tom Drieseberg vom Wegler, mein Gut, der wusste, dass ich damals da die Hände mit drin habe. Den bringe ich mal, den machen wir die mal auf. Bei einem Kork rieche ich einfach, das ist schon mal ein erstes Indiz, ob der Wein einen Korkfehler hat, beziehungsweise der Kork einen Fehler hat oder nicht. So, jetzt haben wir hier einen Ortsriesling vom Weingut Schäfer-Fröhlich an der Nahe, eines der Top-Weingüter in Deutschland. Ja, Ortsriesling ist so... Viele sagen, der neue Trend eben nach den großen Gewächsen, die ja mittlerweile schon sehr bekannt sind und auch preislich ja mittlerweile langsam nach oben gehen, merkt man mittlerweile, dass man eben bei einem Ortswein für verhältnismäßig kleines Geld sehr, sehr viel Wein im Glas hat. Also, wir waren jetzt hier am Karlsplatz in Düsseldorf im Konzept Riesling, also das Philipp ist ein toller Typ, das merkt man, hat unglaubliche Herzenswärme und eine unglaubliche Empathie für das Thema Wein. Der Mann ist ganz toll und den werde ich noch öfters besuchen, weil das macht einen Riesenspaß, sich mit ihm auseinanderzusetzen, weil er die gleichen Denkweisen hat wie ich und tolles Konzept, was die hier gemacht haben.